Willkommen bei CSR Automotive. Unser neuer Sklave Husqvarna Automova 420 bekommt einen wunderschönen CSR Spoiler. Wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dabei. Wie schon angekündigt, CSR Automotive, normalerweise für Spoilerteile für Kfz bekannt. In dem Fall neues Tuning-Projekt. Und zwar haben wir hier den Automova 420. 440, die haben genau das gleiche Chassis. Wir haben das Ding auch schon runtergebaut, gescannt. Fange jetzt da nicht an, euch nochmal den Scan-Vorgang zu zeigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, es gibt Videos, Golf 7R, da wird das gezeigt, was wir da immer so tun. Ja, und der Ulf hat sich auch gleich mal an die Daten rangemacht. Und ich hätte gesagt, jetzt gehen wir mal dahin und schauen mal, was er da Schönes gemacht hat. Soviel ich weiß, Vorgabe war, Brandon? Porsche. Porsche GT3 Ducktail. Ja. Das war die Vorgabe. Nicht Ducktail. Schwanenhals. Ja. Jetzt haben wir es. Schwanenhals. Egal, Schwanenhals bedeutet aufgehängter Flügel, umgedreht sozusagen, um die Aerodynamik so wenig und die Strömung so wenig zu verfälschen, wie nur irgendwie möglich durch irgendwelche Füße. Das ist natürlich bei dem Automova besonders wichtig. Weil bei seinem Highspeed von 12 Stundenkilometer hier über den Rasen. Naja, gehen wir mal zum Ulf, schauen uns das mal an. So, da sind wir schon. Und wie schaut's aus? Sind wir schon fertig? Ja, also wir sind gut dabei. Wir haben hier uns mal ein bisschen mit der Formensprache beschäftigt vom Automower. Und uns dann mal hier im ähnlichen Konzept noch eine Vorlage geholt für den Spoiler. Genau, also das ist jetzt, was ich ja schon bereits angekündigt habe, Schwanenhals-Spoiler, ganz hip jetzt. Man könnte jetzt den Monitor einfach mal drehen, dann würde das ausschauen wie ein richtiger Spoiler, aber so eben der Schwanenhals, sprich man dreht den Spoiler und der Vorteil ist einfach, dass die Luft hier unten entlang läuft und eben nicht mehr durch irgendwelche Füße nochmal speziell verwirbelt wird und das hat den Vorteil, dass die Aerodynamik einfach nur perfekt verläuft. So, und ja, jetzt können wir mal gucken, was umgesetzt wurde letztendlich. Genau. Hey, dang. Super, und zwar die Vorgabe von mir war nämlich, und das hat der Ulf eigentlich ganz cool umgesetzt, ich habe gesagt, das Ding muss ja unbedingt noch unter unsere Bank drunter fahren können. Und das war eine Herausforderung, weil wenn wir jetzt den Spoiler höher machen als das Ding selber, dann werden wir sehen, dass das tatsächlich ein bisschen problematisch ist, unter dem Busch oder sonst was einherzufahren. Genau. Aber ich finde es ganz geil. Also im Endeffekt, die Idee ist, dass man den da hinten durch das Chassis da rein befestigt. Müssen wir mal gucken, wie wir das lösen können. Wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen schrauben oder so. Und und der Flügel steckt dann in diesen zwei Haltern drin. Das Ganze hier ist natürlich schon irgendwo ein Gag. Ich meine, wenn jemand Bock hat, kann er den gerne haben. Das ist kein Problem. Wir machen ja unsere Prototyping auf dem 3D-Drucker. Das bedeutet, der Ulf schmeißt jetzt dann mal den 3D-Drucker an. Dann drucken wir das Ding mal aus. Halten wir so weit dran. Und wenn das dann cool ist, dann schicken wir das einfach an den Steffen. Wie ihr wisst, ist der Steffen ja Lackiermeister. Ja, und auch unsere Prototypen oder auch der Kunststoff aus dem 3D-Drucker lässt sich natürlich lackieren, lässt sich finishen. Ja, und dann bauen wir das Ding mal dran und dann schauen wir mal, ob er 2 km/h schneller ist auf der Wiese. Ja, nicht, dass er den Rasen dann zu tief schneidet. Ja, das könnte natürlich auch sein. Wenn er zu eigen Anpressdruck hat, kann es sein, dass ihr das Mähwerk noch mal ein bisschen hochstellt. Genau. Da geht es dann weiter. Wenn ihr Bock habt, das zu verfolgen, wie es aus dem 3D-Drucker purzelt und dann ja später vom Steffen noch gefinisht und lackiert wird und dann natürlich final bei uns auf unserem Automova montiert wird und das Ding noch rumflitzt, dann schaut euch die nächsten Folgen an. In diesem Sinne, bis bald!